meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Verleihung des großen Literaturpreises der Stadt Graz, des Franz-Nabel-Preises der Stadt Graz 2011. Dieser Preis, das brauche ich Ihnen wahrscheinlich nicht in extenso zu erläutern, ist der ranghöchste Literaturpreis der Stadt Graz. Er wird alle zwei Jahre vergeben. Und wenn man sich die Liste der bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger anschaut, dann kann man sehen, dass er nicht nur in der Selbstdefinition durch die Stadt Graz der ranghöchste Literaturpreis ist, sondern auch geadelt wird durch die bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger. Es waren immerhin zwei Nobelpreisträger dabei, Elias Canetti, der erste Nobelpreisträger, und Hertha Müller, aber auch Autoren wie Peter Handke, die gerade verstorbene Christa Wolf, Christoph Ranzmeier oder zuletzt vor zwei Jahren Alfred Kollerich. Er wollte heute eigentlich bei der Veranstaltung dabei sein. Gesehen habe ich ihn noch nicht. Falls ich ihn übersehen habe, bitte ich um Entschuldigung. Aber ich glaube, entweder kommt er später oder gar nicht. Ich begrüße ganz, ganz herzlich, das ist eine zufällige Fügung, dass er heute seinen ersten offiziellen Termin wahrnimmt, den neuen Kulturstadtrat Michael Großmann. Er übernimmt kein ganz leichtes Amt, Sie wissen alle, es hat eine hohe Fluktuation in diesem Amt gegeben in letzter Zeit und man kann ihm nur wünschen, dass er mit dieser Hypothek kreativ und produktiv umzugehen weiß. Wir wünschen ihm jedenfalls alles Gute in der Ausübung seines Amtes. Ich begrüße ganz herzlich zwei seiner Vorgänger im Amt, Stadtrat Karl-Heinz Herper und Ex-Stadtrat Helmut Strobel, der sehr, sehr lang in diesem Amt war und tatsächlich so etwas wie eine Ära geprägt hat. Seinen Nachfolgern war das in diesem Ausmaß nicht möglich. Ich begrüße ganz herzlich den Laudator des heutigen Abends, Herrn Sebastian Kleinschmidt. Er ist Chefredakteur der Zeitschrift Sinn und Form. Das war eine der bedeutendsten Zeitschriften der ehemaligen DDR und gilt auch unter den neuen Bedingungen und Voraussetzungen als eine der wichtigsten Literaturzeitschriften im deutschsprachigen Raum. Begrüße einige der Jurymitglieder, die für die Vergabe dieses Preises inhaltlich verantwortlich waren. Ich habe Eva Schäffer gesehen. Ich habe Birgit Pölzl gesehen. Schönen guten Abend. Markus Jaroschka lässt sich entschuldigen. Und entschuldigen lässt sich auch ganz kurzfristig Josef Winkler, Büchnerpreisträger Josef Winkler, der seit einiger Zeit Mitglied der Jury ist. Er wollte heute Abend dabei sein und musste kurzfristig absagen, weil einer seiner Termine verschoben wurde und dieser Termin heute Abend nicht mehr unterzubringen war. Ich begrüße ganz herzlich in Vertretung des Bürgermeisters Herrn Gemeinderat Montmorency und Herrn Gemeinderat Fabisch. Und last but not least natürlich die Preisträgerin des heutigen Abends, Angela Kraus. Angela Kraus verbindet mit Graz eine lange Geschichte. Sie war eine der ersten Stadtschreiberinnen in Graz
und hat unter anderem in diesem Haus, in der Wohnung in diesem Haus gewohnt. Es gibt also auch eine Bindung, eine langjährige Bindung an dieses Haus und natürlich Bindungen an verschiedene Menschen hier in Graz, Kontakte und Freundschaften. Und zu diesen Freundschaften gehört auch Bertel Mütter, der Angela Kraus heute Abend bei ihrem Auftritt musikalisch begleiten wird. Angela Kraus wird keine übliche Dankrede halten, sondern einen Text vortragen, den sie eigens für Graz geschrieben hat und eben zusammen mit Bertel Mütter zum Vortrag bringen wird, unter dem Titel Wetterleuchten Graz. Bevor ich an Stadtrat Grossmann übergebe, möchte ich aber doch aus meiner Sicht ein paar Sätze zur Literatur von Angela Kraus sagen, gewissermaßen auch als Sprecher der Jury, der ich ja auch angehört habe. Auf der Suche nach einem Bild, das dem Welt- und Literaturverständnis von Angela Kraus gerecht werden könnte, bin ich auf das Umschlagsujet ihrer Erzählung »Wie weiter?« aus dem Jahr 2006 gestoßen. Es zeigt Mikado-Stäbchen mit blauen, roten und orangefarbenen Markierungen. Dem japanischen Geschicklichkeits- und Geduldsspiel, das mit ihnen gespielt wird, kommt im Buch entscheidende Bedeutung zu. Es enthält im Keim die Poetik, von der sich Angela Kraus leiten lässt. Sie versteht die Fügung und subtile Anordnung ihrer Sätze als Exerzitium der Balance, als Einübung der Zartheit zur Wahrung des Gleichgewichts und gibt damit zugleich einen Hinweis darauf, wie ihre Texte gelesen werden wollen. Zitat: Ich bitte um Stillstand, um Sammlung, um Verdichtung, um die Erfahrung der reinen Substanz. Zitat Ende. Angela Kraus bezeichnet das Mikado-Spiel als Palast der gespitzten Hölzer. Und ein Palast allerdings der feinsten, zartesten Sätze sind auch ihre Texte. Eine falsche Bewegung im Umgang mit ihnen und das Palastgefüge stürzt zusammen. Die Bücher von Angela Kraus sind keine dicken Wälzer. Sie verzichten in der Regel auf Gattungsbezeichnungen und transportieren kaum je das, was man Handlung nennt. Angela Kraus schreibt Prosa, aber mit der Konzentriertheit und poetischen Kraft einer Lyrikerin. Über diese Prosa kann man nicht hinweglesen und sie ist auch nicht auf das vordergründige Erzählen von Geschichten aus. Die Geschichten stecken in den Sätzen, in der innigen Liaison der Mikado-Stäbchen und der Leserschaft obliegt es, mit Geduld und Zartgefühl der geheimen Ordnung ihrer Verschränkung nachzuspüren. Entscheidend ist, dass Angela Kraus das Gleichgewicht dieser Ordnung nicht bloß als ästhetisches Prinzip begreift, sondern auch als Entwurf einer Lebensordnung. Von der Protagonistin in der Erzählung »Wie weiter?« heißt es, dass sie schon als Kind vom Mikado-Spiel fasziniert gewesen sei, weil sie glaubte, nach den Vorgaben dieses Spiels ihr Leben gestalten zu können. Zitat: Es beginnt mit dem Chaos und endet mit seiner vollständigen Aufhebung. Lautlos, kampflos, spurlos. Durch einen Exzess präziser Zartheit. Zitat Ende. Angesichts ganz anderer Exzesse, die derzeit den Globus erschüttern, wollen wir glauben, liebe Angela, was deine Protagonistin glaubt, und danken dir dafür, dass du uns mit deiner wunderbaren Literatur in diesem Glauben bestätigst. Alles Gute zum Preis. Hochgeschätzte Preisträgerin, meine Herren Kulturstadträte außer Dienst, liebe Kollegen,
des Gemeinderates, meine sehr geschätzten Damen und Herren, der Jury, liebe Freundinnen und Freunde hier im Literaturhaus in Graz, noch so eindrucksvollen Worten, die Professor Melzer hier gebracht hat, ist es für einen Politiker sehr schwierig, sich ans Rednerpult zu stellen und auch etwas zu sagen. Es ist ja auch nicht meine Aufgabe, hier im Detail sozusagen auf das literarische Können unserer Preisträgerin einzugehen, sondern ich habe mir vorgenommen, ein paar grundsätzliche Bemerkungen zu machen und damit auch vielleicht ein wenig die Freude dieser Stadt ausdrücken zu dürfen, dass Angela Kraus ja nicht nur heute hier den Literaturpreis der Stadt Graz erhält, sondern dass Angela Kraus eine, würde ich mir erlauben zu sagen, intensivere Beziehung zu unserer Stadt hat, was diese Stadt auch sehr glücklich macht. Ich glaube, ganz grundsätzlich ist es wichtig, etwas festzustellen. In letzter Zeit ist es ab und an zu einer Diskussion gekommen, wie sinnvoll sind Preise, die von einer Stadt vergeben werden an Künstlerinnen und Künstler. Diese Diskussion hat nicht nur auf Stadtebene stattgefunden, sondern hat auch auf Landesebene stattgefunden. Ich denke, Preise, die eine Stadt oder auch ein Land vergeben kann an Künstlerinnen und Künstler, sind nicht in erster Linie große Geldbeträge, die hier zur Verfügung gestellt werden, sondern sie sind in erster Linie Wertschätzung, die für künstlerische Arbeit übergeben werden kann. Und deshalb glaube ich, dass ein Preis, den eine Stadt vergibt, ein Land vergibt, ein Preis für künstlerisches Schaffen, etwas unglaublich Wichtiges ist. Und soweit ich darauf Einfluss habe, darf ich hier auch sagen, dass ich mich zu diesen Preisen bekenne und sehr froh bin, heute auch hier stehen zu dürfen und dann im Anschluss an Frau Angela Kraus diesen Literaturpreis der Stadt Graz übergeben zu dürfen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei der Jury. Professor Melzer hat ja bereits einige Jurymitglieder begrüßen dürfen, also in der Jury vertreten gewesen sind Magister Eva Orgler-Schäfer, Dr. Birgit Bölzl, Dr. Markus Jaroschka, Dr. Josef Winkler, Professor Dr. Alfred Kolleritsch und Herr Universitätsprofessor Dr. Gerhard Melzer, der Hausherr dieser wunderschönen Einrichtung. Danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Arbeit, die Sie geleistet haben. Das ist nicht immer sehr einfach, aber wenn ich mir die Liste ansehe, und auch das hat Professor Melzer schon einreferiert, der Preisträger, die bisher diesen Literaturpreis der Stadt Graz, diesen Franz-Nabel-Preis erhalten haben, dann ist das doch recht eindrucksvoll. Und es ist nicht jetzt ein Arbeitsauftrag sozusagen an Sie, liebe Angela Kraus, den Literaturnobelpreis anzustreben, aber es ist zumindest eine kleine Hoffnung sozusagen, die wir verbinden, dass wir Sie heute hier in diesem Kreise mit unserem Preis auszeichnen dürfen und vielleicht einmal die Freude dann erleben dürfen, Sie auch mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet zu sehen. Aber wie gesagt, es ist eine Hoffnung, die wir damit verbinden, dass Sie diese Reihe sozusagen ausgezeichneter Literaten und Literatinnen weiter fortsetzen können. Angela Kraus hat als Stadtschreiberin in dieser Stadt gearbeitet, das war 1990, und immer wieder nimmt sie Bezug auf diese Arbeit, die hier sozusagen etwas scheinbar unglaublich Besonderes mitgegeben hat. 1990, Sie werden sich erinnern, das war ganz knapp nach dem Fall der Berliner Mauer. Das war wahrscheinlich auch für uns unglaublich interessant. Eine so begabte Literatin für diese Aufgabe hier in der Stadt gehabt zu haben. Und wenn ich mir so ansehe, wie oft Sie hier gewesen sind, zuletzt im Juni in Graz, hier im Literaturhaus, wo Sie Ihr neuestes Buch vorgestellt haben, so denke ich, darf ich doch der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass Sie auch in Zukunft dieser Stadt verbunden bleiben. Und ich freue mich sehr darüber und darf Ihnen schon jetzt sagen, dass wir stolz sind und versteige mich jetzt sozusagen vielleicht in eine Formulierung, aber ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich sie verwenden soll. Ich darf Ihnen sagen, als Kulturstadtrat dieser Stadt, auch hier ein herzliches Willkommen, ein Stück zu Hause, wenn Sie erlauben, dass ich das so sage. Vielen herzlichen Dank. Angela Kraus, ich denke, man hört uns auch ohne Mikrofon hier. Der Stadtsenat der Landeshauptstadt Graz hat beschlossen, Frau Angela Kraus den Literaturpreis der Stadt Graz, Franz-Nabel-Preis 2011, der Landeshauptstadt Graz zu verleihen. Graz im Juli 2011
für den Stadtsenat mein unmittelbarer Vorgänger, Stadtrat Magister Edmund Müller, Kulturreferent, und ich bin sehr, sehr glücklich, Ihnen diesen Preis überreichen zu dürfen. Herzlichen Glückwunsch.